Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 9, Tag 13. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Paulus hatte eine solche Leidenschaft, Menschen für Jesus zu gewinnen, dass er sich mit großer Freude zum Diener aller machte. Ein Jude für die Juden. Dann sagte er: Ich bin wie einer unter dem Gesetz geworden, um die Menschen zu gewinnen, die unter dem Gesetz feststecken, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz stehe. Ist das nicht interessant? Paulus sagt: Ich werde wie einer, der unter dem Gesetz steht, obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin. Denn nur so konnten sie ihr Herz für ihn öffnen. Das ist wirklich traurig. Ich denke, wir haben nicht gelernt, das Evangelium gut zu verkünden. Wir predigen oft zu viel von unserer Idee, unserer Kultur, sogar von unserer Gemeindekultur. Die ganze Zeit spricht Paulus davon, sie für Christus zu gewinnen und nicht für eine Versammlung. Paulus war sogar bereit, sich selbst zu einem gesetzestreuen Menschen zu machen, nur um sie für Christus zu gewinnen. Dann sagt er: Und denen, die ohne die jüdischen Gesetze sind, bin ich gleich geworden wie sie, als einer ohne die jüdischen Gesetze, um sie zu gewinnen, obwohl ich nicht außerhalb des Gesetzes Gottes bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Paulus sagt offensichtlich nicht, dass er gesetzlos lebt, denn das hätte den Lehren Jesu widersprochen. Aber Paulus sagt: Es gab Menschen, die die jüdischen Gesetze nicht befolgten, weil sie dies nicht für richtig hielten. Sie hielten sich nicht an die Feste, sie hielten sich nicht an die Fleischvorschriften. Paulus war so gewillt, sich zu verändern, um Menschen für Jesus zu gewinnen, dass er bereit war, alles zu sein. Ich habe gelernt, dass sich oft das Herz der Menschen für das Evangelium öffnet, wenn sie das Gefühl haben, dass man sie wirklich so akzeptiert, wie sie sind. Schau, was Paulus jetzt sagt, Vers 22. Ich bin für die Schwachen schwach geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Wer will schon schwach sein? Keiner von uns will schwach sein, wir sind lieber stark. Aber wenn du mit einem starken Auftreten zu einem schwachen Menschen kommst, könnte es sein, dass diese Person ihr Herz verschließt, bevor du mit ihr sprichst. Deshalb sagt der Apostel Paulus: Wir müssen alle Menschen dort abholen, wo sie sind, nicht dort, wo wir sie haben wollen. Deshalb sagt er weiter: Ich habe mich an jedem Ort, an dem ich war, der Kultur angepasst, damit ich die Menschen leichter für Christus gewinnen konnte. Ich wiederhole: Paulus sagt nicht, ich passe mich jeder Gemeindekultur an, damit ich sie erreichen kann, sie sind bereits für Christus gewonnen. Wir müssen nach unserem Gewissen handeln, und mit manchen Gemeindekulturen komme ich nicht klar. Wenn es aber darum geht, eine Kultur zu umarmen, um Menschen zu retten und sie in den Himmel zu bringen, kann ich alles tun. Schau, wie wunderschön er den nächsten Vers formuliert. Ich habe das alles getan, damit ich Gottes Partner um des Evangeliums willen werde. Wenn wir wirklich seine Partner sein wollen, können wir unser Leben nicht so selbstsüchtig leben, wie wir es möchten. Das ist meine Kultur, das ist die Art, wie ich es mache, das ist der richtige Weg, wie du meinen Jesus annimmst, ansonsten kommst du in die Hölle. Denke daran, dass Paulus hier nicht von Sünde spricht, denn ich habe auch schon Leute erlebt, die gesagt haben: Ich kann die Drogensüchtigen niemals erreichen, wenn ich keine Drogen nehme. Also konsumiere ich Drogen. Niemals in meinem Leben habe ich eine Droge in die Hand genommen, um sie zu konsumieren. Ich habe sie nur in die Hand genommen,
um sie wegzuwerfen, wenn die Drogensüchtigen sie mir gegeben haben. Ich habe nie irgendeine Droge angerührt. Trotzdem habe ich viele Drogensüchtige für Jesus erreicht. Aber selbst die Drogensüchtigen haben eine bestimmte Kultur. Ich habe mich auf ihre Kultur eingelassen, um sie für Christus zu gewinnen, ohne meine moralischen Standards zu verletzen und zu sündigen. Wir müssen lernen, um Menschen für Jesus zu erreichen, müssen wir dorthin gehen, wo sie sind, auf ihre Ebene, und nicht erwarten, dass sie erst auf unsere Ebene kommen und wir dann das Evangelium verkünden. Wie weit bist du bereit zu gehen, um Menschen für Christus zu erreichen? Stell dir diese Frage. Also, dann bis morgen.